Damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Evoland 2. Wir sind wieder in der Zukunft, sind wieder vereint mit Menos. Wir haben jetzt also alle drei Charaktere und wir haben die Aufgabe, die einzelnen Fragmente zu finden, um daraus irgendwie, ich glaube, das war ein Schlüssel, ne? Ich meine schon, einen Schlüssel zu bauen, um die Maschine aus dieser ganzen Geschichte rauszuholen. Nott hat mir den Tipp gegeben, ich soll zuerst das Zeitfragment suchen. Das wird zwar recht aufwendig, aber man bekäme eine schöne Belohnung. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo man das Zeitfragment als erstes holt. Also wer das beinhaltet. Deswegen muss ich nochmal kurz in die ganz, ganz Zukunft. Nee, das ist eigentlich nur ein Teleportationsdings, ne? Oder? Oder ist es enorm in die Zukunft? Keine Ahnung. So, sag mir jetzt nochmal was. Ja, und zwar über das Fragment der Zeit. Es heißt, es gäbe einen besonderen Magneten im Sturmtal. Er soll den Zugang zum Fragment der Zeit fragen. Ah, okay. Okay, Sturmtal also. Gut, da wäre sogar mein erstes Ziel so oder so gewesen, dorthin zu gehen. Weil ich mich ja eigentlich, weil ich nicht genau wusste, also ich wusste zwar, wer irgendwie jetzt was hat. Ich kann es jetzt nicht wiedergeben, aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt und hatte mir dann gedacht, okay, ich werde mich mal umsehen, durchfragen und so weiter und so fort und dann mal gucken, wo ich überall hin kann. Und im Sturmtal war ja sowieso noch die Kiste ganz oben, ne? Ich kenne euch, lange nicht gesehen. Was macht ihr hier? Ich bin in diesem Ort Sturmtal, bla bla bla. Ich habe mit ihm schon mal geredet, ne? Ich dachte, da käme vielleicht was Neues. Aber Nupp war nicht so. Ich hoffe, ich komme hier rein. Ja. Kann ich hier rein? Na, ich will nicht mit dir reden. Ich will mit deinem Nachbarn reden. Ja. Ich kann... Ich möchte rein. Ja, das, dann lasst mich doch durch. Lass mich durch. Menschenskinder. Wie komme ich denn da jetzt durch? Muss ich wieder erst zu diesem Stützpunkt von denen? Oder wie jetzt? Ich finde das heraus. Ich bin hartnäckig. Wir spielen übrigens seit über 8 Stunden, ne? Also 8 Stunden und 30 Sekunden waren es, als ich das Spiel gestartet habe. Also jetzt hier die Session gestartet habe. Okay. Da fällt mir jetzt auch nichts Neues. Die sagen auch nicht, dass die irgendwie nur für die und die Durchgang. Ne, die Typen sind ja auch nicht mehr da. Also muss ich doch eigentlich irgendwie reinkommen. Vor allem, wenn ich mal. Ich weiß nicht, ob es beim Margeliten aufhört. Aber im Sturmtal soll ein Margelit sein. War das dieser Magelit da oben war? War da ein Magelit überhaupt? Mann, wie komme ich denn jetzt da hin? Diesen blöden Alpha hoch. Ich wollte mir die Kiste oben schnappen, wo 100% das Item drin ist für diese... Wie hieß sie? Also der Lara Croft-Verschnitt halt, ne? Die Tür ist verschlossen. Hey Kumpels, schön euch wiederzusehen, auch wenn es mein Topfbudget sprengt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Oh, gegen den kann man auch kämpfen. Ja, ich laufe gerade einfach nur herum, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da diesen Berg hochkommen soll. Ich war schon kurz davor nachzugucken, irgendwie nach einer Komplettlösung oder sowas, aber irgendwie, ich weiß nicht. Will ich auch nicht, ne? Ich könnte gegen ihn kämpfen, soll ich mal machen?
Wir machen mal, gucken wir mal. Oh Gott, da hat 30 Leben, das schaffe ich ja niemals mit meinen mickrigen Karten, die ich habe. Oh hey, dieselbe Karte habe ich auch. Und bei so mickrigen Bleibern ist es gar nicht mal so schlimm. So, die machen wir dahin, die machen wir hier hin und die machen wir weg. So, was haben wir jetzt? Können wir wenigstens die dorthin machen, die dahin und die weg. Oh Gott, ein mit 10 Leben. Der macht zwar nur einen Angriff, also hat nur einen Angriff als Schadensgedöns, aber trotzdem. Wir sind immerhin gleich auf, aber er hat deutlich mehr Mana. Ach du meine Güte, jetzt kommen natürlich gute Karten bei dem. Also bessere als ich machen kann. Toll. Dann mach ich mal dahin. Das werde ich nicht gewinnen. Hätte eigentlich eine andere Karte unten nehmen können, ne? Ja. Das schaffe ich sowieso nicht mehr. Dahin machen. Die halte ich mal damit auf. Was heißt aufhalten? Ist schon irgendwie ein bisschen blöd, dass man direkt angreift, ne? Ich finde, man sollte aussuchen können. Ja, ja. Also der hilft mir auch nicht weiter. Ja, dann suche ich mal weiter, wo ich lang gehen kann. Bin halt auch am Überlegen, ob ich nicht irgendwie mit dem Magelliten, der halt auf dieser Insel ist, ob ich mit dem jetzt mit allen Vieren halt reisen kann. Weil das ist so der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, dass ich irgendwo in der Vergangenheit etwas ändern muss, damit ich da in der Zukunft weiterkomme. Für das Fragment halt. Ach stimmt, ich kann ja auch selber fahren. Ist ja auch nochmal gut. Da habe ich mich ja auch noch nicht so umgeguckt, ne? Okay, hier komme ich nicht weiter. Ich habe das Gefühl, ich kann nur in so seichtem Gewässer. Was ist das? Im Vulkan. Ist noch so eine kleine Insel. Aber da komme ich auch nicht weiter. Da ist etwas, wo ich anlegen kann. Da will ich mal gucken. Komme ich da hin? Ernsthaft? Ich komme da nicht hin. Oh nö. Oh, schade. Dann versuche ich mal mein Glück hier. Ich komme anscheinend mit dem Boot sonst nirgendwo anders hin.
Ach, die Treppe war schon. Ich dachte, ich muss die nochmal neu aktivieren. Ach, Kelle, es läuft halt überhaupt nicht. Aber das geht wirklich. Naja, gucke ich jetzt irgendwo in der Vergangenheit. Also in der Gegenwart ist das denn ja. Jetzt so komisch, diesen Stil wieder zu haben. Das ist auch einmal Glied. Sah irgendwie so komisch aus. Sir Roberts. Da ist noch eine Kiste an der Seite. Kann ich die öffnen? Herr Roberts nehme ich an. Wie er leibt und lebt. Aber ihr seht nicht wie junge Seelen aus, die es nach Abenteuer entdürstet. Ihr seht eher aus, als würdet ihr bereits eure eigenen Legenden leben. Macht das Beste daraus. Das Leben steckt voller Herausforderungen für jene, die sie suchen. Manche Abenteuer können sich als ziemlich schmerzhaft erweisen. Lasst euch meine langen Jahre der Erfahrung eine Lehre sein. Auf dem Weg mögen viele Gefahren lauern, aber die Abenteuer machen das Leid wett. Wo wir gerade davon reden, würdet ihr mir gerne bei meinem nächsten Abenteuer zur Seite stehen? Ja. Wisst ihr, wie sich herausstellt? Wie soll ich sagen? Das alles ist noch so neu für mich. Ich will sagen, ich bin verliebt. So etwas soll ja passieren. Wer ist denn die Glückliche? Sie ist wundervoll. Sie ist erstaunlich. Sie ist stark und doch verletzlich. Wie kann eine Frau wie sie nur jemanden wie mich lieben? Wohl wahr, wenn man sich die Statistiken anschaut. Ich bin nicht sehr versiert in der Liebe, aber vielleicht wäre es ein guter Anfang, einen Brief aufzusetzen. Mein Vater hat stets einen Brief gesendet, bevor er sich auf heikle Angelegenheiten einließ. Einen Brief? Aber natürlich! Eine hervorragende Idee. Nur einen Moment, bitte. Da, bitteschön. An die Person, die mein Herz gekapert und mir das Schlaf geraubt hat. Hab Dank. Wenn sie sich meine Liebe öffnet, ist die Sache entschieden. Ich werde in den Ruhestand treten und ihr dürft meine kostbaren Schätze euer eigen nennen. Versucht erst gar nicht, mein Versteck zu finden. Es ist so gut versteckt, dass nur ich den Ort kenne. Ich werde gespannt ihrer Antwort auf meinen Brief harren. Ihr werdet sie sofort erkennen. Sie ist die atemberaubendste, beeindruckendste Frau auf dem ganzen Kontinent. Warum muss das so kompliziert sein? Kann er nicht einfach sagen, wo wir sie finden und wie sie heißt? Was für eine niedliche Geschichte. Meint ihr nicht auch, Kuro? Naja. Mit den Verhandlungen scheint es gut voranzugehen. Wenn beide Parteien nach Treu und Glauben handeln, sollte das Ergebnis beiden zum Vorteil gereichen. Der tanzt? Okay. Yay, juhu! Pirat zu sein ist echt super cool. Jeden Tag danke ich den Meeren, dass ich Herrn Roberts gefolgt bin. In letzter Zeit macht er allerdings irgendwie einen oft besorgt. Neu hier, was? Psst. Passt lieber auf. Ich schwöre, ich werde diese Mannschaft im Zorn verlassen. Okay, da kann ich mit dem Schiff weg. Bin ich in der Gegenwart? Das sah irgendwie das letzte Mal anders aus, als ich hierher kam. Meine ich zumindest. Vielleicht war ich auch etwas dezent abgelenkt durch die Meute, die versucht hat, mich anzugreifen. Oder er war einfach nicht da. Das kann natürlich auch sein. Dass es mir durch seine Anwesenheit so anders erscheint. Jo, gucken wir mal. Wir können uns ja auch ein bisschen frei bewegen. Da ist ein... Warum ist da ein Zelt? Ah, da komme ich nicht drauf. Kann ich ja nicht anlegen. Da ist der Vulkan. Was freue ich mich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein Flugzeug habe, ein tieferes Gewässer darf und solche Sachen. Hier kann ich anlegen. Interessant. Ist das dann Dämonia?
vermute ich mal. Das hier unten drunter sieht auch sehr vertrauenserweckend aus, irgendwie so ruinemäßig. Wo bin ich hier? Irgendwo in einem Wald. Also hier haben wir irgendwie mehr Möglichkeiten, als in der Zukunft darum zu fahren. Wir könnten sogar in unser Zuhause zurück. Aber warte mal. Das ist nur ein einzelnes Zelt. Wir sind komplett in der Gegenwart. In der Gegenwart, in der Vergangenheit. Das ist nur ein einzelnes Zelt. Das ist die Lichtung, bevor das anfing. Na, sieh mal einer an. Wir kommen hier nur äußerst selten zu. Ihr seid wohl auf der Flucht von dem Krieg, ja? Ach ja, jetzt versteht sie, dass das ihr Opa ist. Er hat mein Dorf gegründet. Ich sollte ihn besser nicht ohne Grund stören. Okay, gehen wir erstmal wieder. Und dann wissen wir, im Wald ist da noch ein Magnet, mit dem wir reisen können. Also jetzt, wir können zwar kontrollierter reisen, sag ich mal, aber nicht in dem Sinne, dass wir sagen, in welcher Zeit wir landen. Ich weiß halt auch nicht, ob jetzt, wenn ich irgendwo an einem, sagen wir mal, falschen Ort sind, Nymphenwald, ob dann die Gegner zu stark sind. Also sind wir wieder in der Gegenwart. Das ist unmöglich, wir haben keinen Magneten aktiviert. Ich habe nichts angefasst. Manche Leute behaupten, dass sich der Nymphenwald außerhalb der Zeitgrenzen befindet. Damit müssen sie das hier gemeint haben. Dieser Ort ist wirklich komisch. Findet ihr nicht auch, Koro? Sah ich so in der Gegenwart aus? Willkommen im Nymphenwald. Hier laufen alle Zeitströme zusammen und bilden unendlich viele Gegenwarten. Es ist ein wunderbares Geschenk von Mutter Natur, dass wir in einem einzelnen Augenblick ewig leben können. Immer und immer weiter, ohne Ende. Findet ihr nicht? Ja, schon irgendwie. Seid ihr ebenfalls hier, um eure Bestimmung zu finden? Also wohl genau wie die anderen Helden, die die Weisheit unseres Orakels suchen. Eine Herausforderung bei dem, aber Kartenspielen ist jetzt nicht so berauschend gerade. Ach, ihr seid es. Wart ihr nicht schon einmal da? Oder seid ihr vielleicht noch gar nicht da? An diesem Ort ist Zeit kaum von Bedeutung. Interessant. Also wir haben Mario, wir haben hier Street Fighter, Link, der sagt mir nichts und Sora. Helden reisen von nah und fern an, um sich von unserem Orakel ihre nächste Aufgabe offenbaren zu lassen. Da sie die gesamte Vergangenheit und Zukunft kennen, kann nur sie ihre Fragen beantworten. Und weil wir uns am Zusammenfluss der Zeitströme befinden, müssen sie ja manchmal jahrelang auf die Offenbarung ihres Schicksals warten. Ihre Anhänger erwarten ihre Rückkehr bestimmt mit Sorge. Ihr seid irgendwie anders als die anderen Helden. Seid ihr denn überhaupt ein Held? Wenn ihr den Heiligen Hain zu betreten wünscht, müsst ihr das Orakel um Erlaubnis bitten. Kann ich mit euch reden? Ich hoffe nur, dass sie nicht anführt wird wieder einmal. Dieses Mal werde ich diesen hochnäsigen blonden Pinkel komplett zermalen. Wenn euch eine rätselige Fee begegnet, lauft einfach in die andere Richtung davon. Wo sind meine Bomben? Ich weiß genau, dass ich sie vor ein paar Sekunden noch hatte. Okay. Ich lass los. Jetzt lass los. Die Kraft, sie ist grenzend... Ah, dieses Lied will mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. War das schon bekannt, dass Frozen in Kingdom Hearts 3 auftauchen wird, oder was? Ich drehe uns jetzt einfach mal vor. Willkommen, Helden dieser Welt. Ich bin kein Held. Ich sehe mich nur nach meinem Sohn. Ach, ich sehne mich nur nach meinem Sohn. Entschuldigung, ich kann nicht lesen. Ich weiß, Minos, die Zeitströme verbergen keine Geheimnisse für uns Nymphen. Alle Geschehnisse hier wiederholen sich ständig und endlos immer wieder. Aber das heißt ja, dass alles bereits vorherbestimmt ist. Egal was wir tun, alles ist sinnlos und ohne Bedeutung. Ganz im Gegenteil, Fina. Die Entscheidungen, die ihr trefft, bestimmen euer Schicksal. Und umgekehrt formt das Schicksal eure Entscheidungen. Nur wenige verfügen über absolute Freiheit, die Fähigkeit, alles zu ändern. Ihr meint Koro, nicht wahr? Ja, Koro ist einer dieser wenigen. Seine Entscheidungen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft könnten alles oder nichts ändern. Heißt das, er kann meine Eltern und mein Dorf retten? Und dass ich meinen Sohn helfen kann, bevor es zu spät ist? Ja, vielleicht und noch viel mehr.
Doch zuerst müsst ihr die 5 Fragmente des Magischlüssels finden. Deshalb seid ihr doch hier, oder? Ich habe eine Frage, Orakel. Nur zu, Velvet. Ist es nicht riskant, den Magischlüssel zu benutzen? Er könnte mit Leichtigkeit mehr kaputt machen als retten. Die schiere Wirkung eines solchen Ereignisses auf das Raum-Zeit-Kontinuum. Ich kann eure Frage nicht beantworten, Velvet. Damit müsst ihr Menschen euch befassen. Für Nymphen sind Vergangenheit und Gegenwart bedeutungslos, genau wie Ursache und Wirkung. Es gibt kein Heute und kein Morgen, nur ein ewiges Jetzt. In diesem Jetzt seid ihr gleichzeitig hier und nicht hier. Wollt ihr damit sagen, dass das, was wir als Vorher und Nachher betrachten, für euch ein Ganzes ist? Ganz genau, Menos. Deshalb können wir Dinge nicht als gut oder schlecht aburteilen. Sie sind nichts weiter als Teile eines Ganzen. Warum sollte jemand also zwischen ihnen unterscheiden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles verstehe, aber stimme zu, dass nichts jemals nur schwarz oder nur weiß ist. Rene zum Beispiel, er wollte eine Menge Menschen töten und auf gewisse Weise hatte er damit Erfolg, da wir ohne ihn nie an die Waffe gelangt wären. Aber wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre und das Kaiserreich meine Familie getötet hätte, würde ich nicht dasselbe tun. Saft. Willst du Saft? Saft! Ach, hast du Saft getrunken? Oder gegessen? Willst du Saft trinken? Nein. Saft essen? Saft. Hast du einfach Saft am Mund? Soll ich dir deinen Mund sauber machen? Nee. Sarah, lass das liegen. Nee. Du musst, Sarah, du musst mir schon mehr Informationen geben als nur Saft. Scharf. Und scharf. Zunge tut jetzt weh. Weil sie die Kiwi gegessen hat. Die Kiwi war scharf. Aua. Jetzt was Süßes. Eiweißbrot schmeckt irgendwie komisch. Ja, ja. Tschüss, Mama. Ich würde gern glauben, dass ich es nicht getan hätte, aber mit Gewissheit kann ich das nicht sagen. Ich schätze, dass wir unsere Taten manchmal erst beurteilen können, wenn... Orakel, könnt ihr uns das Fragment des Magischlüssels geben? Befände es sich in meinem Besitz, hätte ich es euch mit Freude gegeben. Doch die Magi haben es dem Hüter unseres heiligen Hains anvertraut. Lange Zeit wachte der Hüter über den Hain, doch seine Stärke ist dahin geschwunden. Schließlich wurde er von den bösen Geistern des Waldes, den Sadisten... Was? Ich habe Sadisten jetzt gelesen, ne? Verdorben. Aber es stand irgendwas mit Sadidast... sowas. Ich glaube nicht, dass er euch in seinem derzeitigen Zustand hören kann. Vergesst nicht, dass im Heiligen Hain verschiedene Zeitalter miteinander verschmelzen und entfernt euch nicht so weit. Können wir dem Hüter nicht helfen? Vielleicht könnten wir die Sadistas loswerden. Das wird nicht einfach, aber vielleicht mit Hilfe einer Nymphenträne. Eine Nymphenträne? So etwas gibt es nicht wirklich. Wir Nymphen kennen weder Vergangenheit noch Zukunft. Daher kennen wir keine Trauer, keine Reue und somit keinen Grund, um Tränen zu vergießen. Und doch habe ich die Gewissheit, dass ihr eine Nymphenträne finden werdet. Wie ist das möglich? Sucht Finrella am Eingang zum Hain auf. Sie kann euch bestimmt helfen. Noch eine Herausforderung, die bewältigt werden muss. Klingt gefährlich. Oh, aber vielleicht gibt es ja Magieruinen, die ausgegraben werden können. Spaziergänge im Wald habe ich schon immer gemacht. Menos ist einfach der Beste. Eure letzte Entscheidung rückt näher, Kuro. Okay, ich würde aber sagen, ich mache einen Schnitt. Wir haben jetzt wenigstens einen Anhaltspunkt, wo wir weitermachen können. Wir haben jetzt auch in der Vergangenheit mehrere Anlaufstellen, wo wir anlegen können und sowas. Und dementsprechend kommen wir da jetzt erstmal voran. Und wer weiß, vielleicht können wir auf die Weise uns den Weg zum Zeitfragment dann so frei machen und ja, auch wenn das, was als Belohnung kommt, vielleicht sehr nützlich sein kann. Hauptsache, wir kommen irgendwie voran, ne? Und ich will jetzt auch nicht so groß wirklich großartig gespoilert werden, wie ich das jetzt mache mit dem Zeitschlüssel. Vielleicht ist irgendwas, was ich jetzt hier mit den anderen Fragmenten habe, ja auch ausschlaggebend dafür, also so als Grundlage. Mal gucken, ich lasse mich überraschen. Ich habe jetzt jedenfalls wieder den roten Faden, sodass wir erfolgreich weitermachen können in der nächsten Folge. Bis dahin dann tschüss, eure Time.